Damit ein herzliches Willkommen aus dem sehr verregneten Stanford und ich habe schon ein bisschen mummeliges Gefühl im Bauch, denn das könnte heute tatsächlich ein Katastrophenrennen werden. Ich bin sehr unsicher, was dieses Wetter heute mit uns anstellen wird, aber dazu später mehr. Abonniert gern kostenlos den Channel. Und ja, es ist Niederlande. Ich bin kein großer Fan von der Strecke, denn man kann hier kaum überholen. Das Qualifying verdammt wichtig. 4,2 Kilometer, sehr kurz. 14 Kurven, aber dennoch zwei DRS-Zonen, die wir heute im Regen vermutlich nicht gerade benutzen dürften. Aber ich würde sagen, das Rennen wird alles andere als langweilig. Jetzt geht's mal rein in unseren finalen Qualifying Run. Und ja, eins ist auf jeden Fall zu sehen, wir kommen fett in Traffic rein. Der Verkehr ist tatsächlich Horror. Also hier schon mal zwei, dann da links Lando Norris, da vorne ist noch einer. Also einen schlechteren Zeitpunkt, Leclerc fährt nicht mal von der Ideallinie herab. Auch Yuki, ja, das ist alles mittlerweile sehr eng hier. Ja, Purple im ersten Sektor, das wundert mich dann doch. Viele gelbe Flaggen, viel drumherum, Alexander Albon noch hier. Danke für Platz machen, auch Logan, vielen, vielen Dank. Du bist sehr, sehr, sehr toll hier. Und ja, ich glaube, wir hatten hier jetzt schon 5 oder 6 Überholungen, aber das könnte... Nein, da vorne fährt nochmal 2. Das ist wirklich wie verhext heute. Russell, was machst du? Er geht hier weit, lenkt dann rüber. Natürlich, was machst du, Bro? Natürlich musst du dich auch vorbereiten, aber nicht so, Alter. Jetzt aus den letzten beiden Kurven raus. 4 Zehntel, es wird nicht besser, das bin ich mir, da bin ich mir fast sicher. Aus der letzten Kurve mit toll Schwung rausgekommen. Eine halbe Zehntel finden wir noch einmal. Und ja, das ist enttäuschend. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und Yuki Tsunoda macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Der Wissenschaftler? Gasly? Verstappen? Hauger? Theo Pourchaire? Russell? Ocon? Leclerc? Oscar Piastri, Stroll, Drugovic, Liam Lawson, De Vries, Sainz, Sargent, Albon, Magnussen, Joe, Daruvala und Doohan. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Das hätte so toll werden können, doch so war es leider nur eher ein mittelmäßiges Qualifying. Lights out und let's go hier im sehr verregneten Niederlanden, auf der Zandvoort-Strecke. Es ist okay, wir verlieren einen Platz gegen Pierre Gasly. Ich muss hier außen weit gehen, da werden sich die Mercedes und der McLaren-Pilot nicht einig. Und da stecke ich mal vorerst zurück. Auch Max Verstappen auf den 6. Platz, sehr toll. Im Regen kann er was. Außen hier eine andere Linie probieren. Es ist ziemlich schwierig für mich, also ich mag solche Bedingungen absolut gar nicht und es ist halt wirklich immer schwierig hier, ja, so sozusagen den richtigen, keine Ahnung, den richtigen Weg zu finden, den richtigen Maß an Gas, das man drücken darf und vor allem auch natürlich das richtige, ja, das richtige Tempo zu finden. Die KI weiß das natürlich von Anfang an und wir müssen uns hier rantasten. Verliert auch teilweise echt viel Zeit, gerade in dieser Kurve hier, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie die KI hier so schnell ist, obwohl es ja klatschnass ist sozusagen. Ich hoffe auch, dass... Ja, ich komme hier viel zu weit und verliere so viel Zeit auf Pierre Gasly. Wir sind schon aus der Sekunde draußen, obwohl es eigentlich keinen juckt. Max Verstappen ist jetzt mittlerweile hinter uns. 25 Runden bei so einem Dreckswetter, das könnte tatsächlich heute viele wertvolle WM-Punkte kosten. Denn ich bin mir da sicher, wir werden ordentlich drauf zahlen. Jetzt gucken wir uns nochmal die Start-Replay an. Und ja, mein Start war eigentlich okay. Max Verstappen hatte dann einen Traumstart. Also wirklich, der ist dann noch besser weggekommen. Ja, in Turn 1, da war ehrlich gesagt auch nichts mit irgendwie blockieren oder so. Ich war da einfach viel zu spät auf der Bremse und habe einfach nicht einlenken können. Das Wetter ist wirklich grauenhaft. Wir sind mittlerweile in der 3. Runde. Max Verstappen holt sich die schnellste Rennrunde. Ist jetzt hinter uns. Pierre Gasly ist schon mit fast 2 Sekunden vorne weg. Also die Dreiergruppe da vorne, die zieht so allmählich davon. Und ich weiß einfach nicht, wo ich diese Zeit finden kann. Es ist tatsächlich eine harte Nuss heute. Da musst du mal drankommen.
da müssen wir vor allem auch mal Zeit irgendwo finden. Es ist ganz kompliziert hier. Die vierte Runde sind wir jetzt mittlerweile. 14. immer noch Max Verstappen hinten. Ich konnte die Pace so ein bisschen halten, ja, da in der ersten Kurve ein bisschen zu weit gegangen. Wir sind wieder in diesem 2-Sekunden-Fenster bei Pierre Gasly. Ja, sie sind zwar teilweise schneller, aber wir bleiben immer in so einem 1,9 bis 2,5 Sekunden-Fenster drinnen. Also teilweise bin ich schneller in Sektor 1, aber in Sektor 2, beziehungsweise dann halt auch in Sektor 3, diese eine Kurve, da verliere ich so viel Zeit und ich verstehe halt nicht, wo diese Zeit hingeht. Ja, Max ist sauschnell im Regen, das war mir klar und deswegen wollte ich ihn ja auch haben, denn der pusht mich natürlich zu noch mehr, aber das heute ist natürlich seine Strecke, aber er muss schon mich attackieren, dass er vorbei darf, also ich winke ihn da jetzt nicht einfach vorbei. Diese Kurve hier, einfach mal im Vorbeigehen 2 Zehntel verloren und ich verstehe halt nicht, warum die Konkurrenz, auch mein Teamkollege, einfach top und ich hier bin ein Riesenflop in dieser Kurve. In der Kies-Kurve, ja, da ist auch ganz schwierig. Also generell, diese Kurvenkombi ist Horror im Regen. Das ist wirklich mühsam Horror. In der letzten Runde einfach mal 8 Zehntel auf Pierre Gasly verloren. Und ich weiß auch nicht, wo ich diese Zeit finden sollte. Mittlerweile sind wir in der 7. Runde. Das Trauerspiel passt hier ziemlich gut zum Wetter. Denn wir sind 8 Zehntel vor Max, aber auch leider 3,8 Sekunden hinter Pierre Gasly und das schaut jetzt nicht so aus, als ob ich da irgendwas heute mitzureden hätte. Also die Spitze wird sich den Sieg da unter sich ausmachen. Meine Frage ist nur, wo werde ich landen? Also werde ich auf dem 4. Platz bleiben oder dann doch eher auf den 9. weil die Gruppe hinter mir wird immer länger, die Schlange wird immer länger, die Gruppe immer größer. Und ja, natürlich auch die Reifen nicht besser. Wir müssen noch einmal in die Box fahren, ist mir aufgefallen. Das hat zumindest die Strategieabteilung hier mir vorgeschlagen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass die da vorne mal ein bisschen fighten. Kommt schon, Jungs. 12. Runde ist der Boxenstopp veranschlagt. Vielleicht geht sich das aus, dass wir da in der 12. Runde reinkommen. Eventuell irgendwie ein bisschen Zeit gut machen auf Max, weil das ist heute wirklich... Ich hasse dieses Wetter. Es ist so schlimm. Ich hasse dieses Wetter so enorm. Es ist einfach nur grauslich. Also die richtige Formel 1 würde ich hier gar nicht fahren, denn es ist ja viel zu gefährlich wegen dem Spray. Aber wir müssen uns hier durchquälen und ich glaube, ich habe auch schon Aquaplaning gefühlt. Also ich glaube, ich fühle jetzt schon alles, nur um nicht mehr fahren zu müssen. 9. Runde, jetzt schon in der 10. Runde. Und ja, die Spitze fährt uns einfach oder mir persönlich einfach davon. Ich habe schon einen riesen Zug hinter mir anhängen, also ich meine, Zug ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil Angriff kommt ja dann nie einer, aber die sind halt so verdammt nah dran und ich kann halt auch die Pace von Gasly und vor allem auch von den beiden Mercedes heute nicht gehen. Es ist diese Bedingungen, dieses Wetter, es ist einfach nur mühsam. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, das Auto generell auf der Strecke zu halten mit Traktionskontrolle im Mittel. Du hast in jeder Kurve gefühlt einen Rutscher drinnen, denn zu früh, wenn du zu früh aufs Gas steigst, hast du das Gefühl, dass sich wegspinnt oder so. Ich mag dieses Gefühl absolut gar nicht und ja, bei Trockenbedingungen holst du dir einfach bei diesen Gefühlen einen frischen Satz Reifen. Das ist ja hier nicht möglich, weil ja, das Gefühl natürlich dennoch bleibt. Wir sind jetzt hier, dann nehme ich mal den Lightweight. Ich weiß, es war nicht fair. Es war einfach ein Scheißmodus. Ich bin hier aber jetzt schon seit mindestens 2 Runden im 5,5 Sekunden Abschnitt. Und das könnte dann wirklich heißen, dass ich so allmählich im Renntrim drinnen bin. Ich informiere mich auch nach dem Wetter, aber natürlich weitere 20 Minuten Starkregen. Jetzt ist auch das Pit-Window open für einen frischen blauen Satz. Das wäre schon ziemlich cool. Und das würde uns natürlich auch... oder wird mir natürlich mehr Grip wieder bringen, auch wenn natürlich minimal, aber jede Hoffnung, jeder Strohhalm, da klammere ich mich heute dran, denn ja, nach vorne hin, glaube ich, ist sowieso jegliche Chance vertan, es sei denn Safety Car oder ja, noch besser, irgendwas anderes kommt, VSC oder so wäre auch cool, könntest du strategisch was machen, aber da bin ich mir nahezu sicher, dass das derweil mal vermutlich nicht passieren wird.
Weil im Trockenen passieren die weirdesten Staus und im Regen, wo eigentlich die KI Fehler machen sollte, ist jetzt die letzten 13 Runden einfach nichts passiert. 12 Runden, sorry. Die letzten 12 Runden einfach gar nichts passiert. Das hat sich, ja, für mich irgendwie nicht nach einem sinnvollen Ausgang hier angefühlt, aber egal. Jetzt mal zurück hier zum Rennen. 12. von 25 Runden. Wir haben hier genau die Hälfte. Hier wieder viel zu weit über den Körb drüber. Da verliere ich wieder wichtige Zehntel auf Max. Und 5. Und da ist gelb. Da ist gelb. Und jetzt habe ich es verschrien. Da staut es sich hinter Dennis Hauger. Es gibt die Red Flag, Leute. Und ich glaube, besser hätte die für uns alle hier nicht kommen können. Denn somit können wir uns alle einen frischen Satz Reifen abholen. Das genau zur Hälfte des Rennens und eventuell ist sogar trocken. Gucken wir uns mal das Wetter an. Ich wünsche mir, dass es trocken ist. Bitte F1-23. Gott, falls es dich gibt, lass es bitte trocken sein. Wir gucken mal in die Red Flag Einstellungen hier rein. Und nein, der Starkregen geht einfach weiter. Jetzt, Mann. Wir verlieren zwar 2 Runden, also wir müssen 2 Runden weniger fahren, aber auch der Starkregen geht genau in dieser Konstanz einfach weiter. Wow, ist das schön. Wow, ist das schön. Die Lacken haben sich hier gebildet. Und Lights out und let's go. Das zweite Mal hier. Wow, der McLaren hatte Wheelspin. Auch Lando Norris hatte einen grottigen Start. Und wir ziehen hier vorbei. Chancenlos. Zuerst mal vom Podium. Chancenlos. Meine Chance war komplett bei Null, heute auf dem Podium zu landen. Und durch diese Red Flag lande ich hier einfach mal auf den zweiten Platz. Und könnte theoretisch sogar Yuki Tsunoda noch überholen. Und heute um den Sieg mitfahren. Das ist natürlich aber alles sehr metaphorisch. Denn wenn ich mir die Pace vom ersten Stint angucke, würde das niemals im Leben reichen. Aber jetzt sind die Autos natürlich wesentlich leichter. Wir haben alle frische Reifen drauf. Also wir haben komplett neue Gegebenheiten. Ich bin sehr interessiert dran. Oder sehr gespannt mal, wie sich das Ganze hier... Yes, Leute. Wir können die Pace... Ja, Mann. Folgen. Jetzt gucken wir uns einmal die Start Replay an. Da sind wir das linke Auto, das vierte. Ja, der McLaren ist gestanden. Aber auch Lando, der hatte einen richtig, richtig schlechten Start. Der verliert da so viele Plätze. Der Arme, da ziehen direkt mal 3 sind vorbeigezogen. Also von 2 auf 4, das willst du halt natürlich auch nicht. Und ich bin halt so froh, dass diese Red Flag kam, denn sonst hätte ich da... Wirklich, wäre ich chancenlos gewesen. Apropos chancenlos, das sind wir jetzt nämlich gegen Yuki Tsunoda nicht mehr. Der Japaner ist sau schnell, aber wir können dem folgen. Also ich bin jetzt schon seit einer Runde in seinem Sekundenfenster, das natürlich jetzt gar nichts bringt im Regen. Aber ich nehme das immer so ein bisschen als Maßstab. Und wir können da tatsächlich jetzt auch sogar ein bisschen Zeit gut machen. Das ging im ersten Stint kaum. Also wirklich, das leichtere Auto lässt mich auch da ein bisschen besser fahren. Schnellste Rennrunde, 1.21, da sind wir meilenweit von waren schnellsten Rennrunde im Trockenen weg, aber ist natürlich auch klar. 18, 17 hier in dieser Kurve kann ich viel Zeit gut machen, wo ich jetzt hier in diesem Abschnitt eigentlich wieder viel Zeit verliere. 1,4 Sekunden. Ja, scheint es, als ob Yuki jetzt tatsächlich wieder ein bisschen die Pace anziehen kann und ich da... Ja, so ein bisschen hinterher häkeln muss. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch persönlich egal. Dennis Hauger müssen wir eigentlich nur hinten halten und wir würden heute auf dem Podium enden. Also das ist schon wirklich weird, was heute abgeht. Also dieser Wechsel von Verzweiflung auf dem vierten Platz und nahezu ja der Genickbruch von Max Verstappen hat sich jetzt gewendet und wir dürfen jetzt tatsächlich hier um das Podium kämpfen. Selbst wenn Hauger vorbeifährt, wären wir trotzdem noch auf dem Podium. Das würde es alles nicht geben, wenn es diese Red Flag nicht gegeben hat. Also ich bedanke mich noch einmal bei dem, der sie ausgelöst hat. Und ja, ausgeschieden ist er in dem Fall nicht, denn wir haben ja... Ausgeschieden ist er in dem Fall nicht, denn wir haben ja immer noch 22 Leute. Und ja, es ist auf jeden Fall, kristallisiert sich jetzt raus, dass Yuki Tsunoda einfach geblufft hat zu Beginn des zweiten Stints, denn der ist einfach sauschnell, also wirklich, der ist jetzt schon wieder 3 Sekunden weg und im Regen, glaube ich, kann ich dem nichts vormachen. Der ist einfach hier eine eigene, fährt in der eigenen Liga, die Mercedes generell. Ich muss sagen, seit der Sommerpause nicht mal, seit Silverstone circa,
sind die unschlagbar gefühlt. Also wirklich, ein Rennen nach dem anderen musste ich mir das Mercedes-Heck angucken, musste ich die Mercedes leider den Vortritt lassen. Und ja, der ist einfach konstanter und auch natürlich sauschnell. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich bekomme schon Albträume, wenn ich nach dem Rennen die Augen schließe, sehe ich nur noch den Mercedes. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich hoffe natürlich, dass sich das mit der Konstrukteurs-WM und auch in der Fahrer-WM nicht jetzt stark nicht wieder gilt. Da scheidet ein Red Bull aus. Da wird doch jetzt nichts mehr kommen. Wir sind 3 Runden vor Schluss. Also da wird keine Red Flag oder so. Er stellt jetzt ab. Ja, Esteban Ocon ist draußen. Das ist natürlich... Safety Car jetzt auch noch. Natürlich kommt jetzt noch das Safety Car raus. Sollen wir es wagen und in die Box gehen, aber das verlieren wir einfach viel zu viele Plätze. Und ja, es ist einfach wieder so ein kleines Geschenk, denn wir waren so weit weg von UK. Jetzt geht's wieder los. Ich habe die Safety Car Phase mal rausgeschnitten. Wir wagen all in Turn 1. Ja, da war ich ein bisschen zu spät auf der Bremse und da flutschen wieder 3 durch und ich verliere meine Chance aufs Podium, wenn ich zu notgeil war, um hier auf den ersten Platz davor crashen wollte. Gucken wir uns das noch einmal an. Ich habe da eine Lücke gesehen, wo keine war. Und das war dann tatsächlich hier mein Ende. Ich halte hier rein, wollte eigentlich hier alles geben und dachte mir auch, da bremst die Kurve locker. Und dann schießen da einfach mal 3 Leute vorbei und du bist wieder vom Podium weg, weil du einfach zu dumm bist. Wirklich, das ist einfach heute nicht mein Rennen. Theo Pouchier ist auch mein engster WM-Rivale vor mir. Den können wir aber eventuell hier mit einem guten Move aus der Kurve raus. Ja, Mann, warum? Der steht doch hier. Den können wir hier mitnehmen, aber vielleicht nach Leclerc, das wäre natürlich die Kirsche on top, dass wir da immerhin am Podium landen würden. Aber Yuki, der lacht sich jetzt so ins Fäustchen. Also bei so einem dummen Trottel-Move, den ich hier wirklich gewagt habe, musst du da auch wirklich dir dreimal auf den Kopf greifen. Ich halte da rein. Ich wollte den Sieg unbedingt, aber das war dann halt einfach doch dieser eine Meter, diese 2 Meter zu viel, die ich hier zu spät gebremst habe. Ich muss damit umgehen, ich muss auf jeden Fall aus meinen Fehlern lernen. Aber ja, das ist jetzt hier natürlich, hilft mir das nichts mehr im Rennen. Ich muss auch aufpassen, hinter mir 3 Zehntel Pouchier, der wird jetzt auch am Start ziehen, wieder angreifen. Nein, wird er nicht, aber vor mir ist jetzt auch jegliche Chance vorbei. Ich habe so ein bisschen aufgegeben, ich regeneriere so ein bisschen. Wir beenden auf dem 4. Platz. Ich meine, besser, schlechter hätte es eh nicht laufen können. Es ist halt einfach wirklich so verhext. Ich war zweimal, habe ich die große Chance bekommen, theoretisch das Rennen zu gewinnen. Und zweimal habe ich sie so ein bisschen in den Müll geworfen. Wir werden hier 4. und ich bin so froh, dass dieses Rennen vorbei ist. Ihr könnt mir das gar nicht glauben. Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Jeder Fahrer muss sein Bestes geben, um mit solchen Bedingungen zurechtzukommen. Und es war wirklich etwas Besonderes zu sehen, dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Er hat den Grip nicht verloren, immer die Ideallinie gefunden und war dazu noch selbstbewusst genug, um aufs Gas zu steigen. Dadurch konnte er heute den ersten Platz erkämpfen. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben und sie haben es sich auch verdient. Hier gucken wir uns noch einmal das Final Klassement an und Max ist 6. geworden, nimmt 8 Punkte mit 21 Punkte, Konstrukteurs 86 Punkte in der Fahrer-WM jetzt noch vorne, das ist okay. Yuki mittlerweile jetzt auch schon fett aufgeholt, also der ist jetzt schon 2. und Theo ist nur noch 4. Das ist natürlich interessant, also ein, zwei Mal dürfte mir das jetzt nicht mehr passieren. Wir sind Gleichstand, Leclerc und ich, finde ich auch cool. Und Max, komm, 23, reicht noch nicht ganz. Ja,
Ich glaube auch, dass das, ja, nur genau, kein Bonus gibt's drauf. Ich habe einfach keine Challenge der Sponsoren geschafft, aber man muss euch sagen, es sind halt eher so schwierigere Bedingungen gewesen. Apropos schwierig, für heute war es das dann doch mal. Ich freue mich extrem, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, die letzte Season geht schon langsam zu Ende. Ich finde es ein bisschen traurig. Abonniert deswegen auch gern kostenlos den Channel. Wir werden auch noch vor Formel 1 24 was anderes zocken. Schaut gerne auf Social Media, Instagram und TikTok, wobei Links mal unten in die Bio. Bis zum nächsten Mal und ciao.